Erstmal Servus zusammen. Am Anfang hätte ich gerade mal eine Frage in die Runde. Wer hat sich schon mal mit Paketbau auseinandergesetzt? Also Pakete gebaut bzw. auseinandergenommen und bzw. mal geschaut, wie man sie erstellt. Okay. Kurz über mich. Mein Name ist Christian Loritz. Ich arbeite als Linux-Entwickler bei Tuxedo Computers in Königsbrunn. Ich habe am Anfang einen lustigen Titel gewählt. Ich packe meinen Koffer. Warum habe ich den Titel so gewählt? Wenn man sich Pakete vorstellt, kann man sie auch wie Koffer vorstellen. Zum Beispiel, ich habe einen Rucksack dabei, da war mein Laptop drin. Das heißt, das Paket beinhaltet die Daten wie der Rucksack mein Laptop. Der Plan, wie ich es jetzt zum Beispiel aufbaue und präsentiere, also der Laptop kommt jetzt auf den Tisch, im Klappen auf und so, kann man auch als Installationsquipp dann sich ansehen. Das heißt, ich empacke den Koffer, stelle das hin und es läuft. So will man es auch bei der Software haben. Man hat eine Installationsdatei, man klickt sie doppelt an, man führt sie aus und am Ende ist das Programm installiert. Bei der Software verteilen kann man es runterbrechen, was man verteilt, wie zum Beispiel Skripte, Git-Repos, Runfiles, Pakete und andere Alternativen. Dazu gehen wir jetzt aber mal kurz auf sie ein. Im Prinzip sind da Skripte die einfachste Möglichkeit, um was zum Verteilen, sollte es nur eine Datei sein. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Skript geschrieben, das zum Beispiel den Bildschirmhintergrund ändert. Ist eine Datei, eine Skriptdatei. Ich sage dann, hier ist die URL, ladet euch das herunter, macht sie ausführbar, startet sie, es war's. Software verteilt, funktioniert. Eine Skriptdatei kann man öffnen und auch lesen. Das ist eigentlich auch alles kein Problem. Beim Git-Repos ist es auch relativ einfach, die Software zu bekommen. Ich gehe auf GitHub, zum Beispiel GitLab, hole mir mein Repo, ich baue es, ich starte es. Wie man es hier sieht, Git clone, make install. Wenn so ein Projekt eine Make-File hat. Bei Node Software, npm install für installieren der Dependencies und npm run start für Start Script zum Beispiel. Bei Runfiles sieht es dann so aus, dass das eine Datei ist, die größer ist als normale Script-Dateien. Denn Run-Dateien teilen sich auf. Einmal gibt es den Script-Bereich, das ist im Header dann, dass man sieht, okay, wenn die Datei jetzt starte, was soll ich machen? Das heißt, und der zweite Teil ist dann zum Beispiel ein Archiv bzw. ein Binary der Dateien. Dass da dann der erste Teil des Scripts dann entpackt und irgendwo hin installiert bzw. hin transferiert. Und dann gibt es auch noch die Installationspakete, RPM, DEP und so. Wir klicken sie an, es wird extrahiert, es wird installiert und wir können die Software benutzen. Bekannte Formate, wie gesagt, sind da DEP-Pakete für Debian-basierte meistens. Dann haben wir noch die RPM-Pakete, wie zum Beispiel OpenSUSE, Red Hat, Konsorten und so weiter. Auch Pakete für Arch Linux und Snap, ja, für Ubuntu. Und wir haben noch andere Alternativen, die relativ neu sind, wo aber auch relativ interessant sind, wie zum Beispiel AppImage und Flatpak. Bei AppImage ist es so, dass es eine Datei ist, die machen wir ausführbar. Die können wir uns auch so vorstellen, das ist ein Container, da sind alle Daten drin. Und immer wenn wir die Datei starten, startet sich das Programm, weil alle Dependencies, alle Abhängigkeiten dann im AppImage drin sind. Bei Flatpak ist es dann auch in Richtung. Man kann sich es dann auch so vorstellen, das ist ein Container, wo es wird dann auch ein Container erstellt, worin die Software dann läuft, dass man das dementsprechend auch wieder
vom System separieren kann. Und es kommen auch wieder die Abhängigkeiten mit, dass man keine Probleme bei den Abhängigkeiten hat bezüglich neueren oder alten Versionen. Und nachdem wir jetzt gesehen haben, welche Möglichkeiten es gibt, kommt jetzt die Frage, warum sollen wir unsere Software paketieren und die Pakete dann verteilen? Es ist relativ einfach, das ist vor allem der Administrations- der Verwaltungsaufwand. Man hat Pakete, in den Paketen steht es eigentlich immer drin, was muss installiert werden, welche Abhängigkeiten haben wir, wo gibt es Konflikte, Konfliktbewältigung, wird da mit dem Paketsystem dann auch abgehandelt, falls es zu Problemen mit der Abhängigkeiten mit den Versionen kommen. Wir können mit Paketen ein gezieltes Installieren und Deinstallieren dann dementsprechend erzwingen. Wir sagen dann bei den Paketen nicht nur installiere dahin, wir implementieren auch Logik, dass wir sagen, wenn das Paket deinstalliert werden soll, was sollst du noch machen? Zum Beispiel ein Cleanup, Löschen der Config-Files, Löschen der Log-Files und so weiter. Dass das System dann wieder so ist, wie das dann, bevor die Installation stattgefunden hat, eigentlich wieder da sein sollte. Im besten Fall. Dann kommt noch die Frage, nachdem wir die Pakete wissen, wie wir was wir jetzt paketieren wollen, müssen wir uns noch überlegen, wohin wollen wir es installieren. Da ist es dann so, dass die verschiedenen Distributionen immer andere Empfehlungen bieten. Manche sagen zum Beispiel Usual Local, andere sagen unter Opt und so. Da am besten mal nach einer Guide der aktuellen Distribution Ausschau halten und am besten so machen, dass man da auf einer Linie fährt mit den anderen. Was sinnig ist, man sollte ein Programm nicht in ein User-Verzeichnis installieren, da nur der User, der gerade aktuell angemeldet ist, eigentlich dann darauf Zugriff hat. Und wenn wir Software installieren wollen, wollen wir es eigentlich auf Mehrblatt-System auch für, Multi-User-System auch für die anderen User dann anbieten, dass die das auch benutzen können, dass wir dann auch das von einem Punkt aus für alle steuern können. Wir sammeln noch Verzeichnisse, nachdem wir wissen, wohin wir unser Programm installieren, müssen wir uns noch Gedanken machen. Legen wir Config-Dateien an? Wenn ja, dann sollte man die Config-Dateien dann dementsprechend da ablegen, wo die anderen sind, also unter etc. Legen wir Log-Dateien an, dann unter var log haben wir noch andere Dateien. Am besten, bevor man sich sich überlegt, ein Paket zu bauen, sollte man sich ja wirklich eine Liste zusammenstellen. Diese Dateien habe ich, diese Dateien werden noch erzeugt, diese Dateien liegen da, dass man dann eigentlich einen Überblick hat, dass man dann auch bei der Installation, Deinstallation der Software darauf eingreifen kann und dann dementsprechend auch sie ändern kann, beziehungsweise erstellen kann oder löschen kann. Der Ablauf der Installation ist im Normalfall immer der gleiche. Ich packe die Dateien dahin, wo ich sie haben möchte, Programme ins Installationsverzeichnis, Config in etc, Logs, wie gesagt, war log zum Beispiel. Dann erstellen der Verknüpfung zum Beispiel, dass wir uns dann dementsprechend unsere Programmverknüpfung erstellen, Desktop-Files, Pfadvariablen setzen und so, dass wir das dann auch verwenden können. Und Einrichtung der benötigten Programmstruktur, falls wir irgendwelche anderen Sachen noch brauchen. Bei der Deinstallation ist es dann eigentlich das Gleiche, nur andersherum. Wir wissen ja, wo unsere Programmdateien liegen und wir gehen dann her, wir löschen alles, wir räumen alles auf, wir
und prüfen, ob da noch irgendwas aktiv ist. Zum Beispiel, wir entwickeln jetzt zum Beispiel einen Linux-Daemon und bei der Deinstallation prüfen wir, ob der Linux-Daemon noch läuft. Wenn ja, dann können wir da noch einhacken und sagen, okay, beim Check, dem läuft noch, was sollen wir machen? Sollen wir ihn beenden und löschen oder sollen wir einen Fehler auswerfen? Das ist dann dementsprechend der Check und man sollte auf dem Check dann irgendwas Sinniges machen. Kommen wir kurz zu einer kurzen Übersicht zu den Tools. Allgemeine Tools, die relativ hilfreich sind im Paketbau, sind vor allem DevHelper. DevHelper ist ein Paket, wo Skripte drin sind für die Dev-Erzeugung, Dev-Paketerzeugung. RPM Build ist das gleiche für die RPM-Welt, wobei wir dann auch sagen können, bitte sage ich danach. Alien ist ein Programm, damit können wir RPM-Pakete zu Dev-Paketen konvertieren und andersrum, falls wir uns den Aufwand sparen wollen. Ist aber nur empfehlenswert bei eher kleineren Sachen. Je komplexer das Installationspaket wird, desto mehr Arbeit hat man auch damit. Da eignet sich dann eher, wenn man sagt, okay, ich habe ein Bild für ein Dev-Paket und habe ein Bild für ein RPM-Paket, macht es händisch, ist auch am saubersten. Wenn es wirklich kleine Sachen sind, kann man mit Alien das machen. Und FPM ist ein in Ruby geschriebenes Tool, um Pakete zu erzeugen. Da sind es jetzt nicht nur RPM und Dev-Pakete, da sind auch noch andere Sachen dabei, wie zum Beispiel Ruby-Pakete, Python-Pakete, NPM-Pakete und alles Mögliche, worüber man über eine Config dann steuern kann. Hier ist die Config, bauen wir mal die Pakete. Wo zum Beispiel auch unter anderem im Node-Umfeld bei Electron mit Electron Bilder verwendet im Hintergrund das FPM-Paket, um mit Electron Bilder gleich mal die Pakete, RPM-Pakete zum Bauen. Kommen wir jetzt zu den Dev-Paketen. Die Dev-Pakete sind meistens auf Debian und Ubuntu-basierten Systemen vorzufinden. Wie zum Beispiel jetzt, wie gesagt, Debian, Ubuntu oder auch Mint oder Elementary OS. Paketverwaltung geht da meistens über apt-get und dpkg. Und Dev-Pakete können im Prinzip leicht per Hand erstellt werden, beziehungsweise das per Hand ist in Anführungsstrichen, man kann das machen, aber man will es im Prinzip nicht machen, weil das dann doch ein bisschen nervig sein kann. Ein Aufbau eines Dev-Pakets ist eigentlich, das basiert auf AR-Archiven, also Unix-Archiven. Und wenn man sich das Dev-Paket einmal öffnet, sehen wir dann drei Sachen. Einmal eine Datei, Debian Binary. Es gibt dann an, welche Dev-Version wir zum Bauen verwendet haben. Das ist dann, wird benötigt wegen dem Dateiaufbau, wegen den Dateien, Metadateien auszulesen. Control, TargetZ sind die Metadateien, Installationsskripte und so weiter. Und die Data-TGZ ist das Archiv mit Programmdaten. Das Debian-Verzeichnis, ja, wie gesagt, Metadateien, Installationsskripte, Makefiles, Patches. Da sagen wir dann dem System zum Beispiel, wie heißt unser Paket, welche Version haben wir, welche Abhängigkeiten haben wir. Was soll bei Konflikten passieren? Wir fügen eine Beschreibung hinzu, also die kompletten Metadaten. Und dann haben wir noch ein paar andere Daten im Debian-Verzeichnis. Glück dir. Ja, im Debian-Verzeichnis, wenn man es so ansieht, werden immer, das waren 5 Dateien benötigt. Einmal ist es die Compact, wo wir dann die Version angeben. Es gibt dann die Changelog, wo wir dann sagen, die Changelog der Software, also mit den Versionen, was wurde gemacht.
Es gibt dann ein Make-File für Step-Paket, dass wir das Step-Paket bauen können. Und die letzten zwei fallen mir gerade ad hoc nicht ein, aber es sind 5 Dateien, die man immer braucht. Da ist es ja wirklich am besten. Debian hat da einen relativ guten Packaging-Guide auch für Einsteiger geschrieben, wo man es dann sehen kann, zum Beispiel benötigen Dateien im Verzeichnis Debian, es sind die 5 Stück. Es wird dann ausführlich erklärt, für was die Dateien da sind, was dann drin ist. Was man auch noch sagen muss, bei Debian-Paketen, zum Beispiel bei der Changelog-Datei, muss man auch relativ gut aufpassen auf die Formatierung der Datei. Denn es wird rumgemeckert, wenn Spaces fehlen oder irgendwelche Einrückungen fehlen. Das ist das, im Prinzip das Nervigste bei den Paketen, bei Depp-Paketen, dass sie da wirklich relativ viel auch auf die Formatierung schauen. So als kleiner Tipp. Und dann die Erstellung eines Depp-Pakets. Wir brauchen dann unsere benötigten Pakete. Einmal ist es das Build Essential. Das hat als Abhängigkeit dann auch noch dpkg-dev drin. Das sind auch noch ein paar Zusatzprogramme zum Erstellen der Pakete und so weiter. Und einmal Dev-Scripts, das sind Helper-Scripts, die uns das Leben vereinfachen, wo wir nicht unbedingt brauchen, aber wie gesagt, das vereinfacht uns das Leben. Das heißt, wir nehmen uns sie mit. Wir erstellen uns dann zwei Verzeichnisse, einmal das Source-Verzeichnis, wo unser Programm drin liegt, und einmal das Debian-Verzeichnis mit Metadateien zum Paket, zum Programm. Danach wird einmal ein Depp-Bild aufgerufen. Wir haben dann nachdem das durchgelaufen ist, haben wir unser Depp-Paket und das testen wir mit einer Linter. Wir lassen ihn drüber laufen, der wirft dann uns Meldungen aus, sollte alles passen, sind es eigentlich keine, sollte was nicht passen, hat man dann die Meldung, wo man dann dementsprechend ansetzen kann. Wie auch das war Problem, wie vorher gesagt, mit Changelog-Dateien, mit Formatierung und so, es wird vom Linter eigentlich auch immer angemeckert. Und das manuelle Testen heißt, man nimmt das Paket und man installiert das einmal und schaut, ob alles funktioniert. Ist mein Programm da, sind die Verknüpfungen gesetzt, kann ich es wieder richtig installieren, ist alles so sauber wie davor und passiert alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bei den RPM-Paketen ist es so, dass RPM neben Depp-Paketen das zweitbekannteste Paketformat ist. Verwendung ist dann vor allem bei Red Hat Linuxen, also Red Hat Enterprise, CentOS, Fedora der Fall, OpenSUSE und andere Konsorten. Ja, Paketverwaltung. Jedes System bringt seinen Paketmanager mit, den F ist Fedora, Yum ist dann CentOS und Zipper ist OpenSUSE. Der Aufbau. Wie bei Depp-Paketen ist es so, dass die Pakete auch wieder Archive sind. Diesmal sind es CPIO-Archive. Die CPIO-Archive, und wir brauchen dazu noch eine Spec-File, in dem wir dann sagen, wie das installiert werden soll. Also das, bei RPM-Paketen ist es so, dass wir keinen Debian-Folder wie bei Depp-Paketen brauchen, sondern wir definieren alles in einer Datei oder wir haben die Möglichkeit, alles in einer Datei zu definieren, wie das Paket aufgebaut werden soll, wie es installiert werden soll, wie es deinstalliert werden soll und die anderen Sachen. Ja. Wie gesagt, die Spec-Datei enthält die Metadateien, die Skripte und die Installationspfade, Installationslogik. Das Verzeichnis, wo wir uns dann befinden, wenn wir das dann bauen, ist einmal das Bildverzeichnis. Da
wurde das Paket dann gebaut zu der Laufzeit. Wir haben einmal das Sourcenverzeichnis, wo die Sourcen drin sind. Wir haben die Specs, das Specs-Verzeichnis, wo unsere Spec-Datei drin liegt. Das RPM-SR-Verzeichnis ist dann das Verzeichnis, wo unsere RPM-Pakete drin liegen. Und das SRPM-SR-Verzeichnis ist das Verzeichnis, wo unsere Source-RPM-Pakete drin liegen, sollten wir welche erstellt haben. Die Erstellung ist dann eigentlich auch wieder wie bei Deb-Paketen: Verzeichnisse erstellen, kopieren der Daten, einmal ein Bild ausführen und dann ein Linter-Test und Manuell-Test, ob alles klappt. Dann neben den normalen Paketen haben wir auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel ja Archive. Früher hat man es ja auch so gemacht, alles in ein Archiv gesteckt und ins Archiv verteilt. Ja, wenn es mehrere Dateien waren, ist es sinnig. Makefile haben wir vorher auch kurz angerissen. Make, make install, beziehungsweise anders. Wir haben unser Programm verteilt. AppImage, ein ganzes Archiv mit unserem Programm, mit den Libraries, das auch ausgeführt werden muss. Wir verteilen eine Datei, wir müssen die Datei im Prinzip nicht installieren. Wir können das Programm so starten ohne Installation. Snap, Flatpaks sind die neuen Paketformate, die einen relativ hohen Hype haben, wobei ich vermute, Snapper geht ein bisschen wieder zurück. Flatpak ist ja universaler, wird vom GNOME-Team vorangetrieben. Da wird da demnächst wieder mehr kommen, wahrscheinlich. Und dann haben wir auch noch zum Beispiel für die Paketverwaltung von Programmiersprachen wie bei npm, bei Node-Anwendungen, PyPy, Python, Composer für PHP und so weiter, dass wir unsere Software beziehen können, installieren können, deinstallieren können. Nachdem wir jetzt wissen, was eigentlich Pakete sind und wie wir sie erstellen, kommen wir zu der Paketverwaltung. Die Paketverwaltung ist, verwaltet die Pakete an sich. Sie ist zuständig für die Installation und Deinstallation der Pakete und Verwaltung der Updates und den Rest. Ja, hier ist mal eine kleine Auflistung von unterschiedlichen Paketverwaltungen und man sieht dann auch die Commands, zum Beispiel zum Aktualisieren, zum Installieren der Pakete. Ist immer sinnig, wenn man es im Hinterkopf hat, wenn man mit mehreren Systemen arbeitet. Habt ihr noch Fragen dazu? Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel Pakete schnürt, dann können die ja auch aufeinander aufbauen und ich kann die auch mit Abhängigkeiten versehen. Ja. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn ich meine eigene Anwendung updaten will? Sollte ich dann irgendwie zwei Pakete haben, eins, wo sozusagen alles in der neuen Version drin ist und ein zweites, wo sozusagen nur die Änderung zu dem bisher installierten drin ist? Beide verteilen, oder was ist das so der geschickte Weg? Man kann eigentlich beides machen. Man kann sich entweder ein neues Paket erstellen oder man nimmt das alte Paket und baut auf dem auf, dass man das dann dementsprechend patcht und das erweitert. Okay. Ja, und dann man lädt die Pakete dann ja auch in die Paketverwaltung hoch, dass die Paketverwaltung sieht, Programm XY habe ich in Version 1 da schon, aber jetzt wird 1.1 hochgeladen. Das heißt, wenn jemand dann das Paket installiert, wird immer die neueste genommen, aber es gibt auch noch die Möglichkeit über viele Paketverwaltungen, dass man explizit sagt, list mir die Version auf, ich möchte direkt das 1.0er Paket, dass man sowas hat. Eine Aluhut-Frage. Wie anonym sind eigentlich die Paketverwaltungen, zum Beispiel Composer? Sammeln die was? Bei den Programmiersprachen jetzt oder allgemein? Ja, also
Kit oder so, das ist... Das, ja. Also zum Beispiel so Composer zum Beispiel. Das ist eine gute Frage. Das ist immer noch, muss man schauen, wer dahinter steckt. Zum Beispiel, Facebook hat da auch zum Beispiel eine NPM-Alternative mal vorgestellt, ja. Das ein bisschen erweitert ist. In Anfangstagen gab es ein Tracking, welche Pakete installiert wurden und so, bla bla bla. Facebook dementiert jetzt, dass sie das nicht mehr machen. Man muss aber auch immer darauf schauen, wer bietet das Repo an. Vertraue ich eigentlich dem, der das anbietet? Bei solchen großen Sachen wie zum Beispiel NPM, Compose und so, hat man auch häufig mal die Möglichkeit, dass man das über einen Flag dann disablen kann, beziehungsweise reinkommen kann. Meistens ist es ein Opt-in, dass man sagt, ja, okay, ihr dürft da über mich Statistiken erheben, dass es für euch dann für die Auswertung genutzt werden kann. Aber bei den meisten ist es so, wie zum Beispiel NPM, da dürfte standardgemäß sogar auf Nein gesetzt sein. Und wenn man sich ein eigenes Repro baut, kann man es dann dementsprechend auch sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich speichere das oder nicht. Dass man wieder darauf zurückkommt, immer darauf schauen, wer bietet das an und vertraue ihm. Andere Fragen? Ja? Flat-Package vom Format her dann etwas, was dann entpackt wird und ausgeführt wird? Oder ist es etwas, was dann sozusagen so in sich selbst ausgeführt wird, was eigentlich eine große Programmdatei ist? Bei AppImage ist es ja so, ja, AppImage ist ein Paket, da alles drin ist und wenn man AppImage startet, wird das eigentlich alles da rausgestartet. Bei Flatpak ist es aber so, dass es eigentlich installiert wird und es wird in sein eigenes Verzeichnis installiert mit seinen Dependencies und so und es wird im Normalfall in einen Container gestartet, also in einer abgeschotteten Umgebung. Vorteil an dieser Sache ist dann immer, wie schon erwähnt, wenn ich irgendwelche Fremdlibraries benutze, weiß ich, ich habe die Version XY, die ich brauche. Manchmal hat man auch Konflikte, zum Beispiel GTK, ich brauche das in der Version 3.21, ist aber 3.19 installiert und ein anderes Programm braucht das, wenn ich es mir installiere, das Chaos. Mit solchen Techniken wie Flatpak sage ich, ich habe hier mein GTK 3.21, ich haue das ins Paket rein und dann wird das benutzt. Andere Fragen? Wenn über eine Mint-Paketverwaltung ein Programm gelöscht werden, passiert das immer wieder, dass Synaptik noch Überreste findet. Was kann das liegen? Das kann daran liegen, wie gesagt, man kann die Pakete erzeugen, man kann ein Installationsscript erzeugen, man kann ein Deinstallationsscript erzeugen. Programme liegen da, Dateien an, also Config-Files, Log-Files und alles Mögliche. Und wenn es doch wirklich so ist, dass irgendwelche Daten gefunden wurden, Überreste, Leichen, deutet es meistens darauf hin, dass es meistens vergessen wurde, in einem Deinstallationsprozess das aufzuräumen. Oder das ist wirklich bei Wikileaks ist es so, dass das dann heißt, okay, ich muss jetzt eine neue Logdatei einlegen, ich schreibe sie dahin und man vergisst es einfach so als Leichtigkeitsfehler. Menschliches Versagen. Ja. Nobody is perfect, meine lieben Fehler. Ja. Sollte man oder ist es möglich, dann die Pakete so zu entwickeln, dass der Nutzer dann auch eingreifen kann, dass er zum Beispiel sagt, okay, ich möchte die Anwendung deinstallieren, aber die Logs sollen erst einmal noch da bleiben, weil ich die erst mal in 2 Wochen erst löschen will, so dass man es nachschauen kann. Macht man sowas oder sagt man generell, nee, komm, vorweg? Ja und nein, man kann sie, beziehungsweise, ja, okay, bei mir ist es so, dass ich, wenn ich sowas baue, dass ich dann meistens dann sage, okay, wenn du es deinstallierst, dann willst du es deinstalliert haben und eigentlich dein Zeug nicht mehr haben. Dann schaue ich schon, dass der ganze Gruß dann weg ist. Aber
Es sollte möglich sein, denn, dass man dann sagt, okay, beim Deinstallieren lösch nur die Programmdateien, Config-Dateien, Log-Dateien bitte behalten. Noch weitere Fragen? In welchen Vorwille wird man geschickt, wenn man die Paketmanager mischt auf einem System? Was? In welche Vorwille wird man geschickt, wenn man die Paketmanager mischt auf einem System? Gute Frage. Ich glaube, wenn das Sysadmin dafür zuständig ist und merkt, dass der User auf so eine Idee gekommen ist, würde er, glaube ich, schon mit seiner Patchpeitsche kommen und sagen, was hast du jetzt wieder getan? Nee, aber im Prinzip, wenn man sich wirklich nicht auskennt, sollte man nur die Paketverwaltung benutzen, was das System auch unterstützt. Es ist ja kein Problem, das wollte ich ja vorher noch sagen, dass man auf Ubuntu-Systemen das RPM-Paket installieren kann, dann kann man auch RPM-Pakete auf Ubuntu installieren. Man sollte sich halt nur bewusst sein, wenn man sowas macht, sollte man das auch im Hinterkopf behalten. Aber man kann auch über das RPM-Paket, das man installiert, das ist ein Deb-Paket, das wird installiert, ist, dass man auch die RPM-Tools hat, um auf Ubuntu Debian die RPM-Pakete zu erzeugen. Auch andersrum, es gibt unter den Fedora ja auch das Deb-Paket, das heißt sogar Deb-Helper, glaube ich, unter Fedora, bin mir nicht sicher, dass man auch auf Fedora dann Deb-Pakete bauen kann. Ja, und wie gesagt, man kann die Pakete auch dann auch zum Beispiel mit Alien dann umwandeln. Oder wenn man cool ist, dann packt man sich das Paket selber und installiert es manuell. Also eine ganz breite Anwendung. Der nächste Paketmanager, der ist nicht kompatibel mit dem System. Weil es ganz anders funktioniert. Aber du kannst du welches System manchmal überlegen. Das lohnt sich nicht, wenn du das nicht schlagen musst. Mit dem Paketmanager kann die Dateien austauschen. Nee, genau. Das wäre das Gefahr. Okay, wir haben noch ein paar Minuten, noch mal ein paar Fragen, Anregungen. Wer will sich über das Wetter ausreden? Okay, wenn es so ist, sage ich Ende. Danke für die Aufmerksamkeit.